moin, liebe Leute, und auch heute, liebe Landratten und Rädchen, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, zurück in die Zukunft, Episode 3, Bürger Brown. So, wir befragen immer noch unseren Vater. Es geht um mich. Ich bin ganz Ohr. Nun, wie ich so höre, halten die Leute in dieser Stadt Marty McFly für einen... Für einen was? Einen Nerd. Das sagt man? In vielerlei Varianten. Die Leute können grausam sein. Nur weil ein Junge ein Einser-Schüler ist, sich an Regeln hält und nicht auf Partys geht, trinkt oder spät ins Bett geht und vielleicht sozial ein bisschen unbedarft ist und ein Freak in Sachen Körperhygiene und seine Gummibandsammlung mehr mag halt. Als... Mehr will ich darüber gar nicht hören. Ich bin stolz auf dich, Sohn. Fürk. Ich will nur verstehen, warum Jennifer auf dieser Zeit, vor kurzem mit mir Schluss gemacht hat. Weinst du diesem Mädchen immer noch nach? Vergiss sie. Sie ist ein schlechter Fang. Ich habe auf meinen Überwachungskameras gesehen, wie sie Dinge tat, die absolut nicht mit dem Kodex von Hill Valley konform sind. Ich will es nicht hören. Sie hat Jungs geküsst, hat mit Jungs im Auto gesessen. Ihrem Vater zuliebe habe ich nichts gesagt, aber glaub mir, sei froh, dass du sie los bist. Wo kann ich sie finden? Wo sollte ich deiner Erwartung nach gerade sein? Nun, eigentlich hätte ich erwartet, dass du bis morgen bei diesem Mathemagie-Wettbewerb am See bist. Deshalb schätze ich, du kannst die Zeit nutzen, wie du willst. Gut, also ein Tag, wo wir nicht uns selbst begegnen können. Okay, anderes Thema. Ja? Um dich und deine Arbeit. Na los. Diese Spionagesache scheint echt dein Ding zu sein. Das ist keine Spionage, Sohn, das ist Filmdokumentation. Diese authentischen Momente aus dem Leben der Bewohner von Hill Valley werden zu Dokumentationen und Werbefilmen verarbeitet, die dem Rest der Welt unsere Lebensphilosophie nahebringen sollen. Sicher, du kannst sagen, die Dinge haben sich zum Extremen hin entwickelt. Aber ich esse regelmäßig und ich nutze die Örtlichkeiten. Okay. Du solltest ein Science-Fiction-Autor sein. Eigentlich bist du... Ich meine, würdest du nicht viel lieber Schriftsteller sein und zum Beispiel Science-Fiction-Romane schreiben? Science-Fiction. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, aber das war bevor Bürger Brown das verboten hat. Science-Fiction ist illegal? Science-Fiction fördert die ungesunde Obsession mit dem Fantastischen und Unmöglichen und führt unter Umständen zu dem Gedanken, dass es bessere Gesellschaftssysteme als das von Hill Valley geben könnte, was blanker Unsinn ist. Okay, eine Welt ohne Science-Fiction ist eine Welt ohne mich. Okay, anderes Thema. Ja? Es geht um jemanden, den wir beide kennen. Es geht um jemanden, den wir beide kennen. Ja? Biff. Hast du Biff in letzter Zeit gesehen? Nicht seit er im Rekonditionierungszentrum war. Ist er wieder unter den Lebenden? Kommt darauf an, wie du lebend definierst. Er ist ganz anders als der Biff, den ich kannte. Der Glückspilz. Irgendwie ist es nicht fair, dass der größte Schurke von Hill Valley als erster in den Genuss der Vorteile des neuen Bürger-Plus-Programmes kommt. Aber ich sollte nicht neidisch sein. Hast du jemals Zeit mit Bürger Brown verbracht? Nun, natürlich sitze ich bei all seinen öffentlichen Ansprachen im Publikum. Persönlich meine ich. Oh, nein. Von einem kleinen Sektor L-Bürger wie mir nimmt er gar keine Notiz. Aber ich hoffe, dass ihm mein Dienst an der Allgemeinheit eines Tages auffällt und ich ihm die Hand schütteln darf. Er hat eben Bauchreden gemacht. Habt ihr das gesehen? Edna? Was weißt du über Edna? Mrs. Bürger Brown? Oh, sie ist eine wunderbare Frau. Die Leute lieben ihre liebenswürdige, zurückhaltende, großmütterliche Art. Edna? Reden wir von der gleichen? Aber sie tut wirklich genauso viel für die Stadt wie ihr Gatte. Die Geschwister? David und Linda? Hast du was von ihnen gehört? Nein, ich dachte, du vielleicht. Ach, schon ewig nicht mehr. Soweit ich weiß, arbeitet er immer noch für diese große Stadtzeitung und sie in diesem Frauenhaus. Ich werde nie verstehen, warum sie aus Hill Valley fortgegangen sind. Oh, nee, gar nicht, ne? Etwas auf dem Herzen? Frag nach Hill Valley und seinen Regeln. In Hill Valley gibt es viele Regeln. Aber natürlich, zu unser allerbestem. Öffentlich küssen ist illegal, oder?
Ah, der Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit. Das ist in der Tat verboten und zieht viele Strafpunkte nach sich. Allerdings wird dieses Gesetz recht oft gebrochen. Ich könnte dir davon zahlreiche Beweisaufnahmen zeigen. Wie genau überreden Leute andere Leute zum Gesetzesbruch? Vielleicht sollte ich dir dann lieber doch keine Videobeweise zeigen. Schmuggelware. Wenn ich mit Schmuggelware erwischt werde, kriege ich ziemlichen Ärger, oder? Und ob. Je nach Gegenstand kannst du dafür bis zu 1000 Strafpunkte bekommen. Aber dich wird man bestimmt nicht mit illegalen Dingen erwischen. Bei deiner Mutter mache ich mir da mehr Sorgen. Hunde? Hast du jemals ein gefährliches Tier gehalten? Unmöglich, selbst wenn ich wollte. Man hat alle fortgeschafft. Allerdings habe ich gestern auf einem meiner Monitore etwas sehr Interessantes entdeckt. Auf welchem gleich? Ah ja. Sieht das für dich wie ein streunender Hund aus? Egal, Ednas Tierpatrouille wird kurzen Prozess mit ihm machen. Okay, Einstellung ist in Gefahr. Haben wir einen Hund? Hast du jemals einen... Ha! Okay, anderes Thema. Etwas auf dem Herzen? Was mit dem Haus? Was ist eigentlich mit dem Haus los, Dad? Wie soll ich dir das erklären, Sohn? Während du beim Mathe-Magie-Wettbewerb warst, wurde in unserem Haus ein CZ-36-Verstoß festgestellt. Was? Ich weiß, das ist sehr peinlich. Deine Mutter ist am Boden zerstört. Sie tut alles, um das Haus sauber zu halten, aber den Hausstaubmilben ist nur schwer beizukommen. Moment mal, wir dürfen nicht ins Haus wegen der Hausstaubmilben? Nun, erst wieder, nachdem ein Reinigungsteam da war. Das ist doch lächerlich. Zum Glück durfte ich mit meinem Büro in die Garage umziehen. Hausstaubmilben. Deswegen dürfen wir nicht ins Haus? Ey, was ist das hier für eine Welt geworden? Oh mein Gott. Wann wird dieses Hausstaubmilben-Problem gelöst sein, damit ich wieder an meine Sachen kann? Nun, das Reinigungsteam meinte, wahrscheinlich kämen sie noch heute Abend, doch sie sind aufgehalten worden. Ich rechne also eher mit morgen früh. Morgen? Und wo soll ich schlafen? Dafür ist gesorgt, Sohn. Wir werden im Garten zelten, so wie früher, als du noch ein Kind warst. Okay, diese Zeitachse ist ganz offiziell ein Albtraum. wie funktionieren die ganzen Monitore? Wie genau funktioniert denn diese Anlage? Wie schön, dass du Interesse daran zeigst, Sohn. Jeder dieser Monitore ist mit mehreren Kameras verbunden, die ich im Valley strategisch platziert habe. Mit offizieller Genehmigung natürlich. Mit diesen Knöpfen kann ich zwischen den Kameras hin und her schalten. Alle Monitore sind an Videorekorder angeschlossen. Alles, was ich sehe, zeichne ich auf. Wenn ich zufällig über etwas Interessantes stolpere, habe ich es auf Band. Gut, ja, das war's dann wohl. Nun, dann lasse ich dich mal weiter schnüffeln. Überwachen, Sohn, überwachen. Ich lasse dich mal in Ruhe. Genau. Ein neuer Tag in Hill Valley. Dem perfekten Ort zum Leben. Da war doch nicht eine Spur Ironie in ihrer Stimme, Birk? Können wir die irgendwie anklicken? Okay. So, wie dieses komische Symbol da und soll. Was nahezu überall ist. Oh, die Aufnahme läuft. Ich will Dads Arbeit nicht zerstören. Dann nehme ich mal, läuft überall. Schrank ist... Na, was ist der Computer? Computer. Schick. In der anderen Zeitachse hatten wir keinen Computer. Oh. Kein Joystick. Wie langweilig. Guten Morgen, Mrs. Brock. Bitte nennen Sie... Seid gegrüßt, Programme. LeBrock 2.0. Anatomische Konstrukte für jedwede Wissenschaft. Öde. Ja, oh, die Gitarre. Hey, was macht meine Gitarre hier draußen? Deine Mutter und ich haben dich überzeugt, damit aufzuhören, weißt du noch? Rockmusik ist bei der Brown-Verwaltung nicht gern gesehen. Sie hat einen schlechten Einfluss auf die Kinder, für die du ein Vorbild an Fleiß und Anstand bist. Außerdem warst du nicht sehr gut. Gib mir die Gitarre. Komm schon, Dad, ich brauche die Gitarre. Nenn mir einen guten Grund, warum ich sie dir wiedergeben sollte. Weil...
Rock'n'Roll ist meine Bestimmung. Musik wird mir gut tun. Ich muss Jennifer beeindrucken. Ein bestimmtes Mädchen wird mich mögen, wenn ich Gitarre spiele. Ein Mädchen? Du meinst doch nicht... Jennifer. Oh, Martin. Was willst du bloß von dir? Sie bringt doch nichts als Ärger. Ja, die richtige Art von Ärger. Außerdem, so wie du Gitarre spielst, erreichst du wohl eher das Gegenteil. Na gut, Sohn. Mach, was du willst. Danke, Dad. Ein neuer Tag in Hill Valley. Okay, dem perfekten Ort zum Leben. Da war doch nicht eine Spur Ironie in Ihrer Stimme, Sir? Ironie? Was ist das, Officer? Gehen Sie weiter. Gut, fangen wir mal zurück. Versuchen wir die Musik Jennifer zu beeindrucken und dann kriegen wir vielleicht eine Farbdose. Also wir könnten ja nochmal erstmal versuchen, hier an diesen Flachmann zu kommen, den die Mutter eventuell dabei hat. Mal gucken. Mom? Wir müssen sehr direkt, ne? Flachmann fragen. Mom, sag mal, trinkst du etwa wieder? Sei nicht dumm, Schatz. Alkohol ist illegal, weißt du? Ja, Mom, aber Dad hat doch gesagt... Ach, dein Vater. Ich habe seine Schnüffeleien satt. Immer spioniert er mir nach und beobachtet mich. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, George. Komm schon, Lorraine. Es ist zu deinem Besten. Ich weiß, dass du etwas vor mir verheimlichst. Das ist meine Sache. Dad, Mom, hört auf damit, beide. Jetzt hör mal zu, junger Mann. Das ist eine Erwachsenensache zwischen deiner Mutter und mir. Verstanden. Ich weiß, Dad, aber auf deine Art funktioniert es nicht. Du musst ihr etwas Freiraum lassen. Hä? Wo ist sie hin? Mom? Aha, ich wusste es. Was ist das da in deiner Hand? Rum? Gin? Ein Weinflaschenkühler? Zu deiner Information. Das ist Messingreiniger. Ich bin zum Arbeiten hier, weißt du? Lorraine? Nein! Lorraine, ich pass doch nur auf dich auf. Du weißt doch, wie viel Ärger wir bekommen können, wenn du wieder mit dem Trinken anfängst. George! Ich wäre nicht so angespannt, wenn du mich nicht dauernd so erdrücken würdest. War das ein Eingeständnis? Ein Eingeständnis, wie ich von dir erdrückt werde. Sehr harmonische Ehe. Mom? Ich habe keinen guten Tag, Mom. Kann ich dich etwas fragen? Wir haben alle unsere Probleme. Was habe ich denn so gemacht? Mein Zeitplan ist weg. Was muss ich diese Woche tun? Aber nächsten Montag ist Junior Brown Brigade. Junior was noch? Und Dienstag ist schon Schul-UN. Schul-UN? Mhm. Du vertrittst Djibouti. Am Mittwoch leitest du dann den Brettspielclub im Freizeitzentrum. Okay, das reicht mir. Wegen Jennifer? Ich habe Jennifer heute gesehen. Oh, Jennifer. Was für ein hitziges Mädchen. Versöhnt ihr euch wieder? Sie hat mich abserviert. Ich bin nicht die größte Beziehungsexpertin, wenn man bedenkt, dass ich den ersten geheiratet habe, der mir vor die Füße gefallen ist. Aber du solltest vielleicht weniger Zeit mit deinen Mikroskopen und Ameisenfarmen verbringen und dich mehr um sie kümmern. Was gefällt dir, Martin? Was sind ihre Interessen? Ich weiß es nicht mal mehr. Siehst du? Puh, ist aber ein bisschen spießig. Alle behandeln mich, als wäre ich irgendein Streber, Mom. Sie sind neidisch, weil du so ein perfekter Bürger von Hill Valley bist. War ich schon immer so? Schon immer ein perfekter Sohn? Schon seit 18 Jahren. Oh Gott. Was war, als ich das Wohnzimmer in Brand gesetzt habe? Oh, du wolltest uns doch nur das Löschmittel zeigen, das du mit deinem Chemiebaukasten gemischt hast. Echt stark. Okay, anderes Thema. Na gut, reden wir über etwas anderes. Natürlich, Schatz. Ja, aber sehr viel reden hier in dieser Episode. Nach Dad fragen. Also, was ist mit Dad los? Ja, was ist los mit ihm? Die Geräte in der Garage sind echt heftig. So würde ich es nicht nennen. Eher unheimlich. Das habe ich gehört.
anderen Fragen? Scheint, als ob ich niemanden mehr kenne. Das ist vielleicht ein Zeichen, dass du mehr rauskommen solltest. Bürger Brown. Gibt es eine Möglichkeit, mit Bürger Brown zu sprechen? Du weißt, wie schwer das ist, Martin. Der große Mann verbringt so viel Zeit damit, neue Regeln aufzustellen und Apparate zu erfinden, die nicht richtig funktionieren, dass er kaum Zeit hat, mit uns zu reden. Das ist wohl der Preis für eine sichere, glückliche Stadt. Dann spricht er mit niemandem? Außer jemand beginnt, Strafpunkte zu sammeln. Daran hat er immer noch ein persönliches Interesse. Hm. Du könntest natürlich mit Mrs. Brown sprechen. Clara? Nein, Dummchen, Edna. Edna Strickland? Mhm. Oh, yippie-yay. Edna? Warte, Doc, Bürger Brown ist mit Edna Strickland verheiratet? Hast du dir den Kopf gestoßen? Sie sind seit 40 Jahren glücklich verheiratet. Und wenn du mich fragst, dann hat Edna in der Beziehung die Hosen an. Sie gibt doch immer die täglichen Mitteilungen bekannt. Sie schreibt sie wahrscheinlich auch selbst. Ich muss mich hinsetzen. Biff? Biff ist ungewöhnlich freundlich. Sollte er auch sein. Er hat gerade das Bürger-Plus-Programm abgeschlossen. Bisher scheint es, als hätte ihm das wirklich gut getan. Findest du nicht, dass er seltsam ist? Ich meine, er ist so gar nicht er selbst. Darum geht es doch, oder? Weißt du noch, wie er war? Ein schrecklicher Störenfried. So schlimm war er nicht. Naja, dann hättest du ihn mal in der Highschool sehen sollen. Kann ich mir vorstellen. Jennifer? Was hältst du von Jennifer, Mom? Nun, sie machte einen ziemlich wilden Eindruck, Schatz. Ich habe wirklich gehofft, dass etwas von ihrer, Lebensfreude auf dich abfärbt. Wie meinst du das? Naja, Martin, du bist manchmal etwas verklemmt. Du musst es nicht schönreden, Mom. Vielleicht musstest du es mal hören. Es ist in Ordnung, Prioritäten im Leben zu haben. Aber vielleicht hätte Jennifer weiter oben auf deiner Liste stehen sollen. Ja, sollte sie. Du hast schon die Gitarre gekauft. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Frauen lieben Musiker. Übe nur weiter, dann wirst du sicher besser. Was redest du da? Ich bin ein guter Musiker. Aber sicher, mein Schatz. Offensichtlich in dieser Zeitlinie nicht. Wegen Parker? Jens Vater mag mich wohl nicht besonders. Er ist nur etwas gestresst. Dass er in die Fußstapfen seines legendären Vaters treten muss, macht den armen Danny Junior ein wenig nervös. Das sehe ich. Aber er erfüllt seine Aufgabe. Dank ihm und seinem Vater ist Hill Valley seit Jahrzehnten so trocken wie die Sahara. Leider. Trocken? Doc hatte recht. Wir haben es übertrieben. Anderes Thema? Na gut, reden wir über etwas anderes. Natürlich, Schatz. Hill Valley und seine Regeln. Liegt es an mir oder ist Hill Valley heute sehr streng? Manche sagen vielleicht sogar erstickend. Aber das hast du nicht von mir. Oh Gott, wie viel denn noch? Das AZÖ-Gesetz. Biff sagte, er hätte Ärger für den Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit bekommen. Unglaublich, oder? Klar, in den 60ern ist es etwas außer Kontrolle geraten mit der freien Liebe und allem. Aber jetzt gibt es selbst fürs Händchenhalten eine mündliche Verwarnung. Dann ist Küssen verboten? Sogar Umarmungen. Verboten. Es ist barbarisch. Die im Rathaus behandeln uns wie Kinder auf Klassenfahrt. Schmuggelware? Biff hat all die Schmuggelwaren erwähnt, die er früher hatte. Weißt du irgendwas davon? Was willst du damit andeuten? Ich will gar nichts andeuten. Ich will nur wissen, was für Schmuggelwaren im Umlauf sein könnten. Damit ich darauf achten kann, wie ein guter Bürger. Nun, von solchen Dingen weiß ich nichts. Aber die Leute schmuggeln noch Alkohol aus der Nachbargemeinde. Ich habe gehört, dass die Kinder kopierte Ausgaben von Dungeons and Dragons schmuggeln. Das wäre sicher was für dich, hm? Ich werde darauf zurückkommen. Okay, Hunde? Ist es wahr, dass Biff für das Hundeverbot verantwortlich ist? Ich denke, das war Ednas Idee. Hunde waren immer ihr Wunderpunkt. Aber dein Vater und ich, wir lieben Hunde. Wirklich? Das wusste ich nicht. Und warum hatten wir nie einen Hund? Wir wollten einen Hund, um euch Kindern Verantwortung beizubringen. Doch als ihr dann da wart, waren Hunde schon verboten. Jetzt werden wir wahrscheinlich niemals einen Welpen großziehen. Mom, das ist vielleicht das Traurigste, was ich je gehört habe. Tja, anderes Thema. Na gut, reden wir über etwas anderes. Natürlich, Schatz.
Hör, gib nicht mehr. Mom, hör zu. Ich bin auf deiner Seite. Falls du ein Problem hast, würde ich dir gerne helfen, aber das ist deine Entscheidung. Oh, sieh dich an. Du bist so ein netter Junge. Ich bin froh, dass du mehr nach mir als nach deinem Vater kommst. Was hast du gesagt, Lorraine? Oh, so kann ich nicht leben! Dad, das war nicht hilfreich. Oh, da widerspreche ich, Martin. Es ist wichtig, sie auf frischer Tat zu ertappen, damit ich es auf Band habe. Wenn es auf Band ist, kann ich ihr zeigen, dass sie ein Problem hat. Das ist lächerlich, Dad. Du verhältst dich, als wäre das eine Geheimoperation. Hä? Wo ist sie hin? Mom? Aha, ich wusste es. Da, was hast du da eben versteckt? Das war Obstlikör. Das ist eine Sprühflasche mit Orange Classic für meine geplanten Putzarbeiten. Lorraine, es tut mir leid. Du bist in letzter Zeit nur so verschlossen. Verschlossen? Vielleicht will ich nur nicht die ganze Zeit ausspioniert werden. Nein, nicht die ganze Zeit, Lorraine. Hin und wieder muss ich auch mal schlafen. Achtung, Bürger! Das Betreten der Stadtgärten ist verboten. Jetzt sieht er vielleicht nicht mehr durch die Kamera. Mom? Mom, bitte! Bitte, Lorraine, hör auf uns! Oh! Verdammt, Dad! Was? Halt dich raus! Mom? Mom? Hä? Wo ist sie hin? Mom? Aha, ich wusste es. Aber da ist jetzt irgendwas im Bild. Hey, ist das... Nein! Lorraine, bitte ignoriere mich nicht! Lorraine! Nein, ich rede nicht mit dir! Wieso verhältst du dich so kindisch? Warum behandelst du mich wie ein Kind? Wieso verhältst du dich so kindisch? Warum behandelst du mich wie ein Kind? Ich hab dich zuerst gefragt. Oh Gott. Ach, okay, jetzt. Was ist passiert? Was zum Teufel sehe ich da? Ja. Hallo? Mom? Da hinten steht sie wieder, oder? Moment. Wie komme ich da hin? So. Hallo? Jetzt. Mom, jetzt wo Dad nicht zusieht. Oh, Martin, War das ein Flachmann? Flachmann? Sei nicht albern. Ich... Schon gut, Mom. Beherrsch dich einfach. Oh, dein Vater hat recht. Ich bin wieder rückfällig. Aber es war so schwer. Dein Bruder und deine Schwester waren weg. Dein Vater wurde besessen von seinen Monitoren und verlor seinen Job und... Ich kümmere mich um den Flachmann. Dad muss nichts davon wissen. Oh. Ach, danke, mein Liebling. Ich könnte es nicht ertragen, mit deinem Vater darüber zu sprechen. Das Knacken mit den Fingergelenken ist nicht gestattet. Meine Eltern streiten sich wieder, Mom trinkt. Als ob alles, was Doc und ich je getan haben, um die Dinge in Ordnung zu bringen, umsonst war. Zeit, um Aufmerksamkeit zu erregen. Okay, so, wir haben jetzt den Flachmann. Was können wir hier bei Biff noch machen? Hast du kurz Zeit, Biff? Na klar, Martin. Was ist los? Gibt's nichts Neues? Okay. Bis später, Biff. Tschüss, Martin. Dann gehen wir mit der Gitarre mal zu Jennifer. Das aber dann in der nächsten Folge, liebe Freunde. Denn wir sind schon wieder bei 24 Minuten hier angekommen. Also von daher, besten Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Hummel, Hummel, Moss, Moss.